Es war nicht schlecht da unten, Renko. Ja, yeah, es war nicht schlecht, Renko. Hey, und alles klar? Geht's denn so? Hä? Oh. Mein Gott, Sie sind keine Tage gealtert. Bemerkenswert. Hallo. Sie haben zweifelsohne bemerkt, dass die Zeitachse verändert wurde. Russland hat die Weltherrschaft und Demitschew ist Kanzler. Hier, ich zeige Ihnen, was aus der Welt geworden ist, nachdem Sie Demitschew aus dem Feuer gerettet haben. Okay. Von dem Moment an, an dem ich das ZMG erfand, wollte Demitschew es haben. Er verlangte, dass ich es ihm für seine Forschungen übergebe. Als ich mich weigerte, ließ er mich und alle anderen, die nicht kooperierten, als Verräter abstempeln. Ohne sie wäre ich wie alle anderen getötet worden. Demitschew war besessen von der Macht und den Möglichkeiten der Singularität. Aber ein paar Monate nachdem sie entstand, gab es einen schrecklichen Unfall. Die Singularität explodierte und Tausende starben augenblicklich. Doch die hatten Glück. Die Überlebenden erlitten Schicksale weitaus schlimmer als der Tod. Die E99-Strahlung mutierte alles, was auf der Insel lebte. Auch die Menschen. Die Insel wurde unter Quarantäne gestellt und aufgegeben. Aber erst als E99 in Massenproduktion gegangen war und überall, von der Mikrowelle über Autos bis hin zu Waffen, weit wirkungsvoller als Amerikas Atombombe, eingebaut wurde. Auf dem Rücken dieses Erfolgs konnte Demitschew schnell in der Partei aufsteigen, ständig predigend, dass Russland einen technologischen Vorteil hätte und diesen schnell und gnadenlos nutzen müsste. Und Präsident Khrushchev war einverstanden. Russland startete einen Präventivschlag gegen die Vereinigten Staaten. Die gesamte Ostküste wurde durch eine einzige E-99-Bombe vernichtet. Gleichzeitig wurden Angriffe in ganz Europa gestartet. Deutschland, Frankreich, England. Keiner konnte den E-99-Waffen der Truppen der UdSSR etwas entgegensetzen. Innerhalb von 6 Monaten stand die ganze Welt unter Khrushchevs Kontrolle. Aber nicht für lange. Demitschew nutzte die wachsende Zahl seiner Unterstützer, um Khrushchev zu entmachten und sich selbst zum Kanzler auf Lebenszeit zu ernennen. Sie sehen also, die Zeitachse hat sich verändert, aber sie kann korrigiert werden. Und die Singularität ist der Schlüssel. Durch sie kam Demitschew an die Macht und die Sowjetunion an die Weltherrschaft. Zerstören Sie die Singularität in der Vergangenheit, korrigiert sich die Geschichte selbst. Doch nur etwas mit gleichwertiger Kraft kann die Singularität zerstören. Die E-99-Bombe, die Khrushchev haben wollte. Eine davon befindet sich an Bord eines Frachters, der im Hafen sank, als die Singularität explodierte. Aber eins nach dem anderen. Nehmen Sie den Aufzug hinunter zur alten Bahnlinie. Von dort aus gelangen Sie zu den Docks. Catherine und ich unterstützen Sie, so gut es geht. Ah, ja. Okay, machen wir so. Globus. Globus. Gut, erstmal gucken, was geht hier so ab. Hallo. Hallo, Typ. Oh, ein Save. Nehme ich mir dann mal, ne? War schön mit dir. Ich gehe dann mal wieder. Globus. Wo will ich denn hin? Dübidübidü, gehen wir da hoch. Dübidübidü, was gibt's hier? Notiz. Interessiert mich nicht. Ich meine, jeder, der sie lesen will, kann ja auch kurz Stopp machen und kann sie lesen. Was laberst denn du? Schnauze. So, hier gibt's weitere Verbesserungs-Upgrades. Ich habe aber irgendwie kaum Geld dazu gekriegt. Erhöht maximal ZMG-Energie. Sie können die Luft länger anhalten. Okay, ist ja supi. Ich würde sagen, wir machen noch ein maximal Gesundheits-Upgrade und jo, von mir aus auch den. Und von mir aus auch noch den. Komm, gib ihm. Jetzt habe ich gar kein Geld mehr. Jawoll. Aber dafür bin ich jetzt verbessert. Alles klar. Gibt's hier noch irgendwas? Ich hätte eigentlich gerne wieder die Waffe. Ich habe keine Munition. Ist ja klasse. Was gibt's denn hier so?
Nö und nö. Kannst liegen bleiben. Ja, ist gut. guck mal da. Die Schlösser kann man einfach altern lassen. Da braucht man keine Munition mehr zu verschwenden. Supi. Oh. Notiz. Schmeckt nicht mal schlecht. Strahlung. Ja, Strahlung schmeckt bestimmt gut, ja. Teddybär! Okay, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe! Notiz. Der Bär macht mir Angst. Hier scheint es aber auch nichts zu geben, was mich jetzt interessiert, großartig. Hallo? Hallo? Wo will ich denn hin? Hallo? Gibt's hier irgendwas, was ich... Will ich wieder zurückgehen? Ich geh einfach mal. Ich glaube, ich will sogar zurück. Tschüssi. War schön mit euch. Ich darf wieder zu den Monstern gehen. Tschüss. Dabidubidu, komm, Aufzug. Mach hinne. Mach hinne. Ich hätte gerne ein bisschen Munition für mein Maschinengewehrchen. So, oh, ich bin woanders gelandet. Mal wieder bei einem Upgrade für unser ZMG. Okay. Nehme ich gerne noch mit. Mal gucken, was wir danach so können. Aha. Tauschen mal die Lämpchen oben aus. Wird nochmal neu festgemacht. Und jetzt haben wir eine kleine Verbesserung drin. Hä? Haha, wir können eine Blockade jetzt errichten. Look at this. Zaboom. Und nun haben wir dann quasi eine Schutzhülle, wo uns nichts passieren kann. Hey. Das ist cool. Verbraucht aber ein bisschen Energie. So, zum Beispiel hier. Zack. Einfach mal aktiviert und schon kommen wir problemlos durch dieses Dingens hier durch. Hehe. Witzig, ne? Und mal wieder ein Waffen-Upgrade und ich habe immer noch kein Waffendingens gefunden. Es kommt mir leicht so vor, dass ihr mich verarschen wollt. Irgendwie so. Kommt mir so vor, irgendwie. Weiß ja auch nicht. Okay, da geht's. Das ist doch einer. Moment, den will ich haben. Den will ich haben. Wie komme ich da hin? Hier sieht's eklig aus. Ernsthaft. Ich will den Koffer haben. Alles andere ist mir gerade egal. Was zur Hölle geht? Was zur? Okay. Was zur? Ja klar, den Sturz habe ich mal ganz simpel überlebt. War ja nicht ewig hoch, ne? Alter. Geht weg. Geht weg. Ernsthaft. Was zur Hölle? Ich wollte doch mein Waffen-Upgrade. Och, Mann. Ach man, so krieg ich mein Waffen-Upgrade nie. Benutzen. Einfach mal aufdrehen, ne? Oh Gott, es sind noch mehr von den Viechern. Katsching! 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 Ich hab keine Energie mehr gehabt. Katsching! 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 Ich renn. Katsching, lass mich durch. Alter Vater, hier ist was los. Was ist denn hier los? Kann ich die sogar kaputt? Eieiei, diese Viecher, die sind so schlimm! Es hört nicht auf! Lass mich hier raus, bitte! Ah! Ich hab wieder Moon. Sehe ich gerade. Dennoch fühle ich mich hier gerade nicht so sicher. Gott, ich. Triff! Da hinten kommen noch mehr! Da hoch! Schnell!
Die kommen hier bestimmt nicht hoch, oder? Hm, keine Ahnung. So, was steht hier denn Schönes? Es lebt immer noch, nach all der Zeit. Was ist es? Ich will nicht wissen, was es ist. Boah, was zur... Das ist es. Oh Gott. Ich hab es gefunden. Ich würde sagen, wir machen hier einen Cut. Und das nächste Mal hab ich ein Waffen-Upgrade. Oh, wie geil. Wo war ich stehen geblieben? Achso, Abmoderation. Ja, das nächste Mal gucken wir dann, ob wir es eventuell begegnen. Ich hoffe ja eher nicht, weil es war groß und ich habe Angst. Und ich habe ein Waffen-Upgrade. Ich bin happy. Also Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und Peace.